Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter auf Timmergold Trails. Welche Überraschung, Freunde, ja. Aber damit müssen wir uns jetzt die nächste Zeit abfinden, beziehungsweise heute wollte ich da eigentlich nochmal hin, weil ich zum Zeitpunkt des Videos, das kommt am Freitag hoffentlich, wenn ich das rechtzeitig schaffe, werde ich auf jeden Fall entweder heute, also Freitag oder Samstag, beziehungsweise Samstag dann zusätzlich noch, die Ansitzjagd starten. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei. Das Video wird um 16 Uhr online gehen. Vielleicht ist es da schon losgegangen oder es geht gerade los. Muss ich mal gucken, je nachdem, wann ich Zeit habe. Oder dementsprechend dann eben Samstag. Also Samstag auf jeden Fall. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wenn da nichts dazwischen kommt, dann machen wir auf jeden Fall Samstag eine Ansitzjagd. Und Freitag, also wenn ihr das Video seht heute, im besten Fall, wenn ihr es natürlich direkt nach veröffentlicht seht, dann eben heute vielleicht auch noch eine. Muss ich aber nochmal gucken, ob das alles so hinhaut. So. Und deshalb wollen wir auch heute erstmal natürlich auf den Ansitz. Hier sind meine Hochsitze, aber ich habe da bei Facebook schon gepostet gehabt, wo die stehen. Die sind noch im Aufbau, sind morgen Mittag fertig. Ich nehme gerade abends auf. Von daher, die drei müssen noch aufgebaut werden. Ich werde wahrscheinlich noch ein Dreibein irgendwo hier hinstellen. Weil das muss ich mal gucken. Ich habe versucht, immer so einen Kilometer mindestens Abstand zu halten. Oder so 900 Meter. Hier ist, glaube ich, so knapp 900 Meter, bin mir nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Da muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo noch einen hinkriege. Oder vielleicht hier unten. Ich weiß nicht, wie das da so ist. Mal gucken. Wenn nicht, lasse ich halt bei 7. Oder hier könnte ich noch irgendwo einen hinstellen. Ich muss mal gucken. Wenn nicht, lasse ich bei 7 und begrenze es einfach auf 7. Ist ja auch egal. Einer mehr oder weniger hat dann eben Pech gehabt. Ja, Freunde. So ist halt im Leben. Aber wir wollen heute mal gucken, ob wir auf den Ansitz was bekommen. Ich werde natürlich hier meinen Standard-Hochsitz aufsuchen. Ist ja ganz klar. Und dabei habe ich die 7mm Magnum. Habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Denn einer wollte die unbedingt sehen in den Kommentaren. Habe ich gesagt, komm, dann packe ich die mal eben ein. Aber unsere Hauptwaffe wird natürlich immer noch der Pulsarbogen sein. Und den können wir eben durchladen. Und ich glaube, habe ich das jetzt eigentlich eingepackt? Ich glaube schon. Ja, da sehen wir es. Ich habe mich jetzt das Visier, Freunde. Dank der Spende von Lykan Eos. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich hasse mal YouTube-Namen auszusprechen, weil man nie weiß, wie das richtig ist. Auf jeden Fall hat der mir eine Spende zukommen lassen. Damit ich das Visier kaufen kann. Denn ich hatte ja in meinem letzten Video, wobei das war noch gar nicht online. Ich glaube, er hat das in den Kommentaren geschrieben, dass er mir das Visier empfiehlt. Und ich hatte da schon geschrieben, dass ich mich auf 0 runtergekauft hatte. Für die ganzen Enten-Equipment. Zeugs, was ich aufgestellt hatte und dementsprechend aktuell kein Guthaben auf der Hand hatte und hat er mir das gespendet und jetzt habe ich auch das Scope hier drauf. Also danke auf jeden Fall dafür. Jetzt werde ich auf jeden Fall ordentlich was treffen oder auch nicht. Werden wir dann später sehen. Ja, Mut nicht zu voll nehmen, sondern erstmal abwarten. Aber erstmal müssen wir natürlich da hinkommen. Ja, aber wir sind ja schon fast da. Ich überlege auch noch, ehrlich gesagt, da unten um ein Zelt hinzustellen. Muss ich mal gucken. Also, den kann man leicht erreichen. Den kann man leicht erreichen. Den hier auch von da. Den auch von da. Aber der hier, der geht zur Not auch noch von da. Und die beiden vielleicht von da. Also, rein theoretisch geht es, glaube ich, nicht ganz so weit. Ich kann auf jeden Fall nicht neben jedem Hochsitz ein Zelt stellen, weil das schon allein von der Anzahl nicht her passt. Oder? Darf ich so viele Zelte mittlerweile aufstellen? Ich weiß es gar nicht. Aber mache ich natürlich nicht, weil ich dann erstmal die Zelte alle wieder einsammeln müsste, dann wieder verteilen und so. Boah, ne, zu viel Aufwand. Also werde ich das auf jeden Fall sein lassen, an jedem Hostel ein Zelt zu stellen. Und dann müssen wir dann so hinkriegen bei der Ansitzjagd. Aber das sollte ja kein Problem werden. Muss man halt gegebenenfalls am Anfang ein bisschen laufen. Aber hier callt gerade nix. Der Hochsitz erscheint schon da und jetzt kommt nicht wieder Regen, oder? Oh, sieht nach Regen aus. Na gut, kann man nicht ändern. Ich würde sagen, ich werde das jetzt trotzdem erstmal cutten, bis wir am Hochsitz sind und dann das erste Tierchen da antreffen. Und dann vielleicht mit dem Bogen anfangen und dann hinterher vielleicht auch noch mit der 7mm schießen. Sonst sind sie alle weg.
So, da sind wir zurück. Ich habe den Hochsitz schon vor mir und gerade hat der erste weibliche Vapiti gecallt. Deshalb werden wir den mal direkt dranrufen. Aber ich hatte überhaupt nicht mit. Doch. Haben wir dabei. Können wir schon mal kurz anlocken, während wir noch die letzten Meter hier machen. Und da ruft er direkt zurück. Perfekt. Scheint aber bis jetzt nur einer zu sein, wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann bei dem weiblichen. Aber vielleicht ziehen ja noch ein paar andere da mit ins Feld ein und dann werden wir die hoffentlich alle mit dem Bogen erwischen. Müssen wir mal gucken. Ich werde mir jetzt Toffel natürlich wieder unten ablegen. Einer hat auch letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, das ist nicht so schlimm, wenn der hier liegt. Die laufen einfach eiskalt drüber. Von daher kann der hier erstmal warten. Mein Gott. Ich sitz. Bleib, sollst du machen, mein Freund. So, ich meine, wenn sie hier sind, dann ist es so zu spät, dann laufen sie eh weg, weil die halt gegen die Holzleiste laufen. Aber jetzt sollten sie doch dann gleich aus dem Wald irgendwo rauskommen, oder? Callen wir ja einfach nochmal und hoffen, dass wir dann gleich direkt das erste Stück vorhaben und es erlegen werden. Zieht also da raus. Ah, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall immer noch mein Lieblingshochsitz. Ich war heute relativ viel unterwegs und habe halt die anderen Spots nochmal ausgesucht. Da sind die Wiesen teilweise echt ein bisschen größer, also von der Sicht her hat man da ein bisschen mehr. Aber trotzdem mag ich den hier am liebsten. Weiß nicht warum, aber... Also weniger wild ist bei den anderen auch nicht. Zumindest die, die ich bis jetzt getestet habe, die neuen habe ich natürlich noch nicht getestet, aber... müssen wir mal gucken, ich werde dann auf jeden Fall natürlich... das genau verfolgen während der Jagd, wo wie viel Tiere geschossen wird. Das versuche ich irgendwie mitzubekommen, keine Ahnung, Strichliste oder so. Ich weiß es noch nicht. Da vorne kommt auf jeden Fall das Tierchen und dann gegebenenfalls muss ich halt nochmal überlegen, ob ich vielleicht den einen oder anderen doch nochmal umstelle. Aber das ist dann natürlich alles nur noch Feinschliff. Aber der scheint tatsächlich alleine zu kommen. Der war Pity. Na egal, er zieht ja noch ein bisschen, also noch könnte vielleicht entfernt einer hinterherkommen. Ein paar Meter haben wir noch. Ich glaube, bis 60 Meter kann ich schießen mit dem Visier. Und es geht in 10 Meter Skalierung runter bis auf 20. Aber ich werde jetzt natürlich hier keinen direkten Kunstschuss versuchen auf 60 Meter, deshalb lassen wir den erstmal ein Stück weiter rankommen. Guck mal, könnte man schon schießen. Aber das lassen wir mal lieber. Ich call mal lieber hier noch mal ein bisschen rum. Ich muss das mal umlegen. Da vorne kommt noch ein Bock. Da vorne kommt ein Bock, Freunde. Ein Maultier. Hirsch. So, jetzt müsste ich langsam... mich mal vorbereiten. Das Ding ist, die laufen jetzt genau aufeinander zu, ne? Was jetzt echt nicht so prickelnd ist. Ah, dann stehen sie wahrscheinlich zu nah. Und einer springt dann ab. Das befürchte ich gerade ein bisschen. Aber egal. Auf jeden Fall hat man mit dem hier, glaube ich, viel mehr Zoom, oder? Kann das sein? Okay, der liegt und der Hirsch ist nicht abgesprungen. Oh, Level 3, nice. Na gut, den Call hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gebraucht. Aber für die nächsten Tiere, die hier angedackelt kommen, können wir schon mal den Call absetzen. Das war wieder der kleinste von den Kleinen, wa? Ein Gabler. Klein Gabler haben wir da stehen. Und auch der liegt direkt, war glaube ich sogar fast ein bisschen hoch, aber vielleicht habe ich irgendwie Halswirbelsäule getroffen oder sowas in die Richtung. Ist auf jeden Fall ebenfalls zur Strecke gekommen, sehr gut. Also den Bogen werde ich auf jeden Fall bei der Ansitzjagd auch favorisieren.
Und die 7 mm haben wir quasi als Zierde dabei. Und jetzt, eigentlich habe ich die 7 mm früher gerne geschossen, aber mittlerweile nicht mehr, weil mir das Nachladen zu lange dauert. Also, wenn man sich so die Alternativen anguckt, die man da teilweise hat. Na gut, die 308, die haben jetzt die meisten nicht. Wobei nur die andere 308, aber die finde ich optisch nicht so geil. Die Gravity 308 ist natürlich dagegen dann schon ein Träumchen, aber ja gut, die 7 mm hat schon Bums, deshalb habe ich die sehr gerne gejagt. Fand die Blase mal ein bisschen besser. So optisch und auch von der Repetiergeschwindigkeit ist er halt mega krass, weil er halt ein gerader Zugrepetierer ist. Aber halt nicht so den mega Bums gehabt wie die 7 mm. Das habe ich die 7 mm eigentlich gerne geschossen. Aber jetzt eben mit der 308. Weil ich die optisch so geil finde und auch weil die ordentlich Bums hat, nehme ich meistens die. Deshalb benutze ich die 7 mm hier kaum noch, denn nach jedem Schuss nachladen ist in manchen Situationen nicht ganz so gut. Aber das nur am Rande. Ich werde jetzt hier warten, bis das nächste Tierchen kommt, denn gerade ist hier nichts im Anmarsch. Also werden wir ein bisschen warten müssen. So, dann sind wir schon wieder zurück. Neue Spuren mehr entdeckt und diesmal ist es ein männlicher Wapiti, der irgendwo da im Wald seine Bahn zieht. Heißt, den werden wir natürlich erstmal anlocken. Hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, bis der jetzt kam. Vielleicht 2 oder 3 Minuten. Und schon callt das nächste Tierchen aus den Büschen. Mal gucken, ob der auch alleine kommt oder ob der vielleicht noch einen Freund mitbringen möchte. Kartoffel atmet manchmal so schwer, da denkst du direkt, da läuft irgendwas in den Büschen rum, aber es ist nur die schwere Atmung. So, aber wir warten jetzt einfach mal kurz, bis er kommt. Ich überlege, ob ich den schon mit der 7 mm schießen soll. Aber ich denke, dass wir danach noch eins kriegen, oder? Bin ich mir zumindest fast sicher. Ich habe also auch, wie gesagt, ich habe halt den Platz für Schnoßsitzen soweit gewählt. Was haben wir hier? Können wir mal kurz abchecken. Da 900 Meter. Also ich glaube, das sollte auch kein Problem sein, wenn da jemand laut schießt. Hat natürlich jetzt nicht vielleicht jeder einen Bogen oder möchte nicht mit Bogen schießen bei der Ansitzjagd. Deshalb habe ich versucht, halt gewissen Abstand zu halten. Ich glaube, man hört den zwar, ist glaube ich noch bei 900 Meter, oder? Hört man den noch? Ich glaube, ist auch schon hart an der Grenze, ne? Also so bei 600 hört man die, glaube ich. Aber im 600er Bereich habe ich keinen drin. Aber das sollte auf jeden Fall deutlich weit genug weg sein, als dass das hier irgendwie die Tiere aufschrecken würde, wenn auf dem Nachbarhochsitz einer laut schießt. Kann natürlich sein, dass dann welche flüchtend davon rüberrennen nach hier. Das kann man natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube, dass man hier irgendwelche Tiere verschreckt, müsste damit eigentlich vermeidbar sein. Von daher glaube ich, dass das schon halbwegs funktionieren wird. Callen wir nochmal. Der war doch gar nicht so weit weg, oder? Nö, geht. Da hat, glaube ich, der weibliche Wapiti auch zuerst gecallt. Und dann kam er hinterher auch aus den Büschen raus. Also werden wir das schon hinbekommen. Außerdem bleibt wieder am Felsen hängen. Ich hatte mal einen, der da vorne am Felsen geblieben ist. Haben wir eigentlich mittlerweile gefixt? Ich glaube, der war das da. Der große Klumpen. Da ist meiner hängen geblieben. Der wollte ja irgendwie drüber laufen. Aber hat es nicht geschafft. Hat dann locker 10 Minuten oder so gedauert, bis er sich da mal durchgewurschtelt hat. Das können wir jetzt natürlich nicht gebrauchen. Aber ich bin zuversichtlich, dass er gleich aus dem Wald austreten wird. Aber er ruft auch nicht mehr, ne? Egal, warum sollte er auch rufen? Hauptsache er läuft. Können noch mal kurz. Da kommt ein Grizzly. Da rennt einfach ein Grizzly über die Wiese. Das ist natürlich ein Problem. Ich meine, ich könnte versuchen, den mit dem Bogen zu erlegen. Der zieht eigentlich in meine Richtung. Da vorne kommt noch der Wapiti. Aber der hat nicht gerufen. Da ist noch einer. Da, neue Spur.
Ich muss... Ach, guck mal, schon Level 6. Geil. Aber ich muss auf jeden Fall versuchen, den mit einem Bogen zu erlegen, den Grizzly. Will er sich hier an meinen toten Tieren zu schaffen machen? Wäre cool, wenn die jetzt fliehen, weil der die fressen möchte. Meter haben wir gleich noch. Wenn der jetzt mal stehen bleiben würde. Guck mal, läuft doch genau auf die Tiere zu, ne? Soll ich mal warten, bis er da ist? Wobei jetzt eigentlich die bessere Schussposition wäre. Ne, läuft dran vorbei. Boah, da habe ich aber, glaube ich, Glück gehabt, oder? Da habe ich fast gedacht, der ist erstens zu tief und zweitens zu wenig vorgehalten. Da kommen drei Stück. Drei Wapitis sehe ich da kommen. Hä, aber du müsstest doch noch männlicher kommen. Weil der hat doch gar nicht gecallt, oder war der das doch? Ich meine nicht, dass er gecallt hat. Da hinten kommt auch noch irgendwas aus dem Büschen. Vier Stück sehe ich hier. Müssen wir natürlich jetzt nur alle treffen. Und zwar ist möglichst genauso tödlich wie den hier. Da hinten kommt noch einer. Da kommen nochmal vier mindestens. 1, 2, 3, 4. Und da links war noch einer, oder? Ist hier gerade hinter dem roten Busch da? Ja, da wackelt man mit dem Kopf. Sind 5. Und da kommt noch einer. Da kommt... Ne, auch ein weiblicher. 6 weibliche. Da bin ich gespannt, ob wir die alle kriegen. Das könnte tatsächlich relativ... Und dann zieht noch einer. Alter, wie viele kommen denn hier? Das ist ein männlicher. Das ist der männliche und der sieht gar nicht mal so klein aus, oder? Oh, die hauen schon ab. Freunde, kommt hier. Bleibt hier. Wartet auf mich. Habt doch hier ein Leckerchen für euch. Mmh, lecker, lecker, lecker. Kommt schön her. Ist auf jeden Fall ein Riesenrudel, das muss man mal sagen. Boah, das ist den Grizzly erwischt habe, das wundert mich mal noch. Aber der Schuss ist echt so gut. Die Wunde sieht voll riesig aus, aber sieht schon... nach einem relativ ordentlichen Blattschuss aus. Da ist... Alter, der ist echt nicht schlecht. Alter, der ist echt nicht schlecht. 225 bis 415. Jetzt callt er auch. Ohne Witz, für den überlege ich fast schon, ob ich auf die Scheißviecher hier scheißen soll. Und die 7mm auspacken soll. Ich will jetzt mal versuchen, den hier vorne direkt mit dem Bogen zu erlegen. Ich habe halt keinen Bock, dass die alle abspringen, ne? Der liegt aber auch. Alter, der sieht echt nicht schlecht aus. Vor allem hat der halt hinten diese Fortsitze da, ne? Aber die Stangen sehen, glaube ich, nicht so dick und so groß aus. Aber von der Entenanzahl ganz ordentlich. Und ich glaube, jetzt mal holt der die. Dann könnte ich den eigentlich schon fast zuerst mit dem Bogen erlegen. Und wenn dann er abspringt, kann ich immer noch mit der 7mm hinterher halten. Ich glaube, wenn ich einen von denen hier rausnehme, dann ist das auf jeden Fall Geschichte. Das lassen die nicht mit sie machen. Komm, gib mir die 7mm. Ja, und dann haben wir nicht daneben geschossen, weil sie genau in dem Moment dann versuchen abzuspringen. Ne, der war auch daneben. Ja, und gerade dafür ist dann halt die 7mm nicht so gut, wenn er auf flüchtendes Wild irgendwie versuchen muss zu schießen. Kannst du fast vergessen. Ich meine, die ist stark auf stehendes Wild oder auf ziehendes Wild, aber auf flüchtendes Wild, gerade dann hier im Dickicht, wo du nicht so mega viel Zeit hast, bis sie wieder da drin sind, ist das natürlich dann nicht mehr ganz so geil. Aber wir haben ein paar Tierchen erwischt. Heißt, wir können erstmal runtergehen, gucken uns das Ganze an. Was war denn da
alles erlegt haben. Und vor allem bin ich gespannt auf den richtig guten hier. Und ich hoffe zumindest, dass er richtig gut ist. Wenn wir am besten jetzt direkt mal feststellen. Jetzt haben wir erstmal den weiblichen. Aber wir können ja trotzdem mal hier von denen einen Trophy Shot machen. So. Dann machen wir den so. Tja, wie machen wir den am besten? Keine Ahnung. Da guckt Toffel nicht mal in die Kamera. Warte mal, ich muss mal hier, glaube ich, irgendwo anders hinstellen. So, stellen wir den hier rüber. Toffel. Vor. Das hier da hinten können wir auch eigentlich bewegen, ne? Genau. Dann haben wir den auch noch mit drauf. Können sogar noch den hier vorne mit drauf holen. So, dann haben wir das ganze Wapiti-Massaker hier auf Foto gebannt. Und dann sammeln wir den doch jetzt mal auf hier. Was haben wir da? 344. Also da habe ich schon deutlich größer geschossen und die sahen... Aber ja gut, der hat echt nicht die Stangengröße gehabt, glaube ich, und nicht die Dicke. Ich meine, der war schon von den Enden echt nicht schlecht, aber... Kann ich mich denn nicht drehen? Ich stehe da im Weg, ne? Beziehungsweise der Hirsch liegt im Weg. Ich kriege mich da nicht weg. So, jetzt. Ja, der hat echt kleine Stangen. Das muss man echt mal sagen. Das muss man leider echt sagen. Wenn ich mir da manche anderen angucke, ist der echt wirklich mini dagegen. Aber soll's. Haben wir trotzdem erlegt. Hätte ja auch durchaus ein größerer sein können. Heißt, den anderen können wir alles einsammeln. Die sind nicht ganz so spannend. Aber die Schüsse waren alle relativ gut. Beide Lungen hat der hier auch sitzen. Man sind doch alle direkt umgefallen, von daher kein Problem, auch der hat beide Lungen sitzen und die Leber. Dann haben wir hier noch zwei. Den haben wir komplett durchschlagen. Mein 25er Kill mit dem Bogen. Dann haben wir hier den Hirsch ins Herz getroffen. Und dann gucken wir uns mal an, wo wir den Christi getroffen haben, weil... Da hatte ich echt die Befürchtung, aber der Schuss sieht gut aus. Auch beide Lungen und das Herz. 16er nur, ist ein kleiner Grizzly. Aber, was soll's? Besser als gar kein Grizzly. Die Grizzly beim Ansitz ist eh schon selten genug, weil man halt wirklich das Glück braucht, dass die bei einem vorbeiziehen. Aber heute war uns das Glück mal hold. Und auf die weiblichen Wapitis, die dann weggerannt sind. Können wir da, glaube ich, gut verzichten. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Beenden wir das Video an dieser Stelle. War auf jeden Fall erfolgreich. Ich freue mich auf die Ansitzjagd. Ich hoffe, ich sehe da den einen oder anderen von euch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wahrscheinlich wird es sowieso so laufen, dass es vermutlich relativ voll werden wird, tippe ich mal. Und nicht jeder mitzocken kann, aber... Das ist dann halt so, ja. Ich kann es leider nicht ändern, dass die Server sind begrenzt auf dementsprechend 7 oder 8 Leute, je nachdem, wie viel Hosts ich aufstelle. Mehr als 8 geht eh nicht. Von daher können da natürlich wahrscheinlich dann nicht alle mitzocken, vielleicht auch zeitlich nicht, aber dann eben vielleicht mehr Glück beim nächsten Mal. Ich werde dann alles immer bei Facebook und Twitter posten, bezüglich der Ansitzjagd, auch das Passwort für den Server, weil das mache ich auf jeden Fall drauf. Das kriegt ihr alles da mitgeteilt. Und dann... soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder eben bei der Jagd. Und bis dahin, Weidmannsheil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.